Ich bin der Flamur Schale. Wir haben den Freitag, den 15. Oktober 2021, Aufgabe Nummer 7. Wir haben hier ein Rechteck und innerhalb von dem Rechteck ein weiteres Rechteck. Wir haben hier den Abstand zum äußeren Rechteck. Den nennen wir X. Das äußere Rechteck hat eine Breite von 35 cm und eine Höhe von 25 cm. Und jetzt haben wir hier ein. Jetzt haben wir hier überall die Distanz von x. Das heisst, das Rechteck, wo das äußere Rechteck hier, hat überall die gleiche Distanz zum Rand. So ist es richtig ausgedrückt. Der Umfang vom inneren Rechteck ist 5 Sechstel vom Umfang vom äußeren Rechteck. Umfang bedeutet, der Umfang vom äußeren Rechteck, das ist 2 mal 35 cm plus 2 mal 25 cm. Das sind 70 plus 50, 120 cm. Das innere Rechteck ist 5 Sechstel vom äußeren Rechteck, also kleiner. Darum macht das hier Sinn, also 5 Sechstel mal 120 cm. 120 durch 6, das ist 20. Das sehen wir relativ schnell. Wenn man es nicht sieht, kann man einfach 120 durch 6 sich überlegen, oben und unten haben wir es 2 drin, dann haben wir 2 mal 60, mal 2 mal 3, 2 und 2 fällt weg. Dann sehen wir hier, da haben wir 3 mal 20 und unten 3 mal 1 oder 1 mal 3, 3 und 3 fällt weg. Und wir haben 20 über 1 bzw. 20. Und 5 mal 20, das geht 100 cm Länge. Also 5 mal 20 cm, das ist 100 cm Länge. Heißt also, der Umfang, der innere Umfang, der ist 100 cm. Oder wir können auch Umfang vom Grossen und Umfang vom Inneren. Und jetzt, wenn wir x berechnen, wir wissen, wenn wir das x hier an den Rand verschieben, dann müssen die 100 cm Umfang folgendes sein. Gleich x, also 35 cm auf beiden Seiten minus x. Hier und hier. Und wir sehen es auch hier oben, aber ich habe es jetzt so gerade entdeckt für mich. Also rechne ich hier 35 minus 2x. Und das zweimal natürlich. Wir haben es hier oben und unten. Also es geht um den Umfang. Und wir haben auch bei 25 cm ziehen wir oben und unten je x ab. 2 mal nicht 25, sondern 2 mal minus 2x. Und das rechnen wir aus, das ist 100 gleich. 2 mal 35, das ist 70. Minus 2 mal 2x ist 4x. Plus 2 mal 25 ist 50. Und 2 mal minus 2x ist minus 4x. Also haben wir hier
100 gleich 70 plus 50, das ist 120. Minus 8x. Das rechnen wir auf beiden Seiten plus 8x, dann haben wir 8x plus 100 gleich 120 und dann rechnen wir minus 100 auf beiden Seiten und das ist 8x gleich 20. Geteilt durch 8 auf beiden Seiten, dann haben wir 20 geteilt durch 8. Das ist 16 plus 4 durch 8 und das ist wiederum 16 durch 8 ist 2 plus 4 Achtel. 4 Achtel, das ist dann 2 plus 2 mal 2 und unten dran 4 mal 2. 2 und 2 fällt weg, 2 Viertel. Wir hätten dann mit 4 können schaffen, also 1 mal 4 und unten 2 mal 4. Dann fällt das 4 direkt weg und im Zwischenschritt haben wir 2 plus 1 Zweitel. Das heisst 2,5. Wir haben also hier 2,5 cm. X, das ist 2,5 cm. Gut.